Eine spannende, emotionale Debatte, die durchaus mit einer Ausnahme von der grünen Seite sehr seriös und sachlich geführt wurde. Die eine oder andere politische Spitze war dabei, aber das gehört dazu. Das halte ich auch aus. Ich bin dem Kollegen Murg dankbar, der diese Einkommensgrenzen beim Heizkostenzuschuss angesprochen hat. Ich glaube, da gibt es die Auffassungsunterschiede. Und zwar glaube ich, dass man mit 30.000 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr, Nettohaushaltseinkommen, das sind ca. 1.000 Euro pro Person bei einem Zwei-Personen-Haushalt netto im Monat, da ist man nicht einmal der unterste Mittelstand. Das heißt, hier wäre es ein Ansatz, diese Summe auch zu erhöhen, um mehr Leute in den Genuss auch dieser Förderung zu bekommen. Und jetzt kurz zu den Grünen, meine lieben Grüninnen. Wer selbst so viel Butter auf dem Kopf hat wie die grüne Fraktion, der sollte bitte in den nächsten 100 Jahren ja auch kein Wort mehr über die Teuerung verlieren. Der Zugang zur Debatte heute war alles andere als seriös, weil die Kollegin Klautwaschl hat ihren eigenen Zwischenruf tatsächlich berichtigt und in einer Wortmeldung noch der FPÖ eine reingewürgt, weil es um die Mindestsicherungsreform gegangen ist, um die Sozialunterstützung, die reformiert oder zu Recht reformiert wurde. Aber warum hat Schwarz-Blau reformiert? Damit es eben den Leistungsträgern auch entsprechend zugute kommt, damit es eben nicht ein Schlag ins Gesicht jedes Leistungsträgers auch ist. Und wenn eine Ministerin der damaligen Bundesregierung sagt, dass für einen voll unterstützten Mindestsicherungsbezieher neben Sachleistungen und neben vollem Wohnkostenersatz 150 Euro reichen, und wenn man sich dann vor Augen führt, wer denn die größte Gruppe im Land ist, im Land Steiermark, der voll unterstützten Mindestsicherungsbezieher, das sind nämlich keine Österreicher, dann bin ich froh, dass solche Maßnahmen gesetzt wurden, und dann kann ich diese Aussage hier von diesem Pult auch mit ruhigem Gewissen verteidigen. Und wenn das Gesetz so ungerecht ist im Bereich des Sozialen, ja bitte, dann ändern Sie es, meine lieben Grünen. Sie sind seit 4 Jahren in der Bundesregierung und was machen Sie? Nichts. Und dann stellt sich die Kollegin Nitsche hierher und zählt Maßnahmen gegen die Teuerung auf und spricht davon, was nicht die Bundesregierung alles tut. Wissen Sie, was Ihre Ministerin Gewessler vor 20 Minuten in den Medien verkündet hat im Profil? Dass die CO2-Abgabe verdoppelt werden soll, meine sehr geehrten Damen und Herren. Verdoppelt werden soll. Und dann stellt sich die Gruppe Frau Krautwaschl her und sagt, ja, der Klimabonus hat diese Maßnahmen abgefedert. Ich weiß nicht, wenn wir den Klimabonus mit der Gießkanne auch noch aufdoppeln. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirklich komplett Themen verfehlt und alle Maßnahmen, die im Bereich der Teuerung gesetzt werden von der Bundesregierung, sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn wissen Sie, was los ist? Wir haben ein Schiff, das Schiff Österreich, das Schiff Europa, in dem Schiff ist ein Leck, da rinnt Wasser hinein. Und was machen die Regierungen, was macht unsere Bundesregierung? Sie verteilt Schwimmwesten, anstatt die Ursache entsprechend zu bekämpfen. Und was ist die Ursache? Einerseits sind die Sanktionen gegen Russland, die Preistreiber sind, wo wir wieder einmal Vorreiter sind in einem Kampf, ohne dass uns jemand folgt. Die Kritik habe nicht nur ich geäußert, auch zahlreiche schwarze Landeshauptleute. Und der zweite Preistreiber ist dieser irrwitzige Klimafanatismus. Ein Klimafanatismus, den Sie betreiben, wo Sie den Sie betreiben, das Leben verteuern. Und da können Sie Klimatickets verteilen und günstiger machen, wie Sie wollen. Denn in einem Flächenbundesland hilft ein Klimaticket niemand. Der hilft den Familien nicht, die jeden Tag mit dem Auto ihre Kinder in die Arbeit bringen müssen. Und jetzt noch zum Kollegen Molze ganz kurz, der uns mit Oberösterreich verglichen hat. Ja, die Summen da und dort in Oberösterreich mögen geringer sein, aber der Bezieherkreis der Unterstützer ist ein höherer, weil das Land Oberösterreich genau diese Einkommensgrenzen etwas höher angesetzt hat, um auch den breiten Mittelstand entsprechend zu unterstützen. Das Land Oberösterreich hat beispielsweise auch ein eigenes Familienfördermodell, das genau den Mittelstand trifft, um über 3 Millionen Euro im Jahr und so weiter. Und Sie haben die Frage gestellt, Herr Kollege Molzi, dass Sie haben gesagt, dass Sie lieber in einer Sozialdemokratie, also im Land Sozialpolitik machen, das so wie Oberösterreich, das so wie die Steiermark funktioniert und nicht wie Oberösterreich. Ich mache Sozialpolitik lieber in einer Partei, der die Sorge der Menschen noch am Herzen liegt, wie es die Freiheitliche Partei auch ist, weil die Sozialdemokratie ist seit einem halben Jahr mit sich selbst beschäftigt. Da werden Parteiprobleme vor die Probleme der Menschen gestellt. Kreisky würde im Grab rotieren. Ich danke für die Aufmerksamkeit.